So, hallo und herzlich willkommen zurück zu LS19 auf der PlayStation 4. Wir spielen die Map Hagenstedt. Heute mal als Let's Play-Folge, sonst tue ich das ja Stream. Ich habe gedacht, ich mache jetzt mal eine Let's Play-Folge, weil heute kein Livestream gekommen ist. So, was werden wir heute machen? Wir werden heute die Sojabohnen verkaufen, wo im Lager noch sind. Und vielleicht auch Feld 20 kaufen. So. 18.000 Liter Sojabohnen sind drin. Können wir gleich mal gucken, wo wir den besten Preis kriegen dafür. Sojabohnen. Wie immer im Restaurant. Dann fahren wir uns im Restaurant. So, und los geht's, los geht's, los geht's. Zeit habe ich mir vorgespult, damit das eine Feld reif wird, dass wir dann anfangen zu crashen. Also wir fahren da lang. Ich weiß, das war eine spontane Abbiegung, aber ja, wir haben es trotzdem noch geschafft. Ooh, happy day. We talk me high. Oh, ich habe einen Weg gefunden. Ich habe den Weg gefunden. Tatsächlich, ich habe einen Weg gefunden. So. Der Weg ist das Ziel. Rom wurde schließlich auch nicht an einem Tag gebaut. Die haben ein paar Jahre gebraucht, um Rom zu bauen. So ist es hier genauso. Man braucht eine gewisse Zeit, dass man alles hat, was man gern hätte. So. Sie wäre jetzt halt auch interessant. Dann wollen da wächst Baumwolle. Vielleicht können wir die ja ernten, ne? 58.000, okay. Ah, Feld 20 können wir uns leisten. Feld 13 wahrscheinlich nicht, oder? Feld 13 auch. Oh. Gut, dann kaufen wir Feld 20 noch. So, jetzt haben wir wieder 13.000. Das heißt, ich muss jetzt langsam wirklich Geld machen. Immerhin, wir haben ein neues Feld. Ich mache nichts mit Helfer, ich mache alles eigenständig. Ich tue alles selbst ansehen, abernten, dreschen. Also quasi alles selbst. So. Jetzt ganz geradeaus. Ich spiele nichts wo ab. Ich fahre jetzt geradeaus spontan durch. Ich glaube, das ist die beste Taktik, geradeaus mal durchzufahren.
So, und weiter geht's. Große Nachfrage Restaurant. Was ist es für eine große Nachfrage? Milch. Milch habe ich so keine. Brauche es selbst. Eine brauchen wir noch für das eine Feld. Fahren wir gleich mal hin. Scheint reif zu sein, cool, da können wir das noch abernten. Ne? Und für Feld 20 brauchen wir ein anderes Schneidewerk vorne. Aber machen wir jetzt erstmal das hier. So, und jetzt geht's los. Einmal Raps, bitte. Das geht ja relativ schnell mit der Maschine hier. Ich glaube, das ist ein kleines Problem. So, wir machen jetzt natürlich im Case 9240. Den haben wir ja beim letzten Mal uns angemietet, weil wir ja kein Geld haben. Jetzt haben wir wieder kein Geld. Ja, die Gerätschaften sind halt teuer, die Felder sind halt teuer. Weiß ja jetzt schlimm, wir kommen ja aus dem Miesen dann wieder raus. Müssen wir halt was Gewinnbringendes anziehen, dass wir wieder Kohle kriegen. Jetzt verkaufen wir noch ein bisschen Mehl oder ein bisschen Benzin. Es findet ihr immer in diesem Spiel eine Lösung, wo man Geld herkriegt. Es gibt immer eine Lösung im Spiel, Geld herzukriegen. Mhm. So, dann holen wir gerade noch das andere Schneidwerk noch, das neues Maisding. Das mieten wir uns jetzt gerade. Jetzt können wir auch Mais abernten. Immer weiter, immer heiter. Da geht's auch schon los. Ich weiß mal, mit was es losgeht, aber es geht los. Lasst euch einfach überraschen. Lasst euch überraschen. Einfach nur überraschen lassen, was der Talkreuz noch so bringt. Nämlich gar nichts. Ich hoffe, ihr habt noch ein geiles Wochenende, denn morgen ist ja Sonntag. Beziehungsweise heute ist ja Sonntag, wenn die Folge morgen erscheint am Sonntag, dann ist es Sonntag.
Denn am Montag geht die Schule und die Arbeit wieder los. Zumindest bei mir geht die Arbeit am Montag wieder los. Was bei den anderen ist, weiß ich nicht, aber bei mir geht die Arbeit dann wieder los. Meistgewiss haben wir geholt. Und du weißt klar, gerade noch das Sonnenblumenfeld noch abwerten. Ne? Ich gucke dann, was ich alles für die Schweinsche brauche. So. Ich gerade das Schneidwerk wieder weg und hole das andere. Man sieht, es gibt immer was zu tun hier in dem Spiel. Es vergeht eigentlich kein Tag, wo wir nicht wissen, was wir zu tun haben. Wir können den Bauern helfen, dass wir ein bisschen Kohle kriegen. Wir können die Felder abernten. Also es gibt immer wieder was zu tun. Es gibt immer was zu tun. Aber gleich noch zum Shop. Dann holen das schöne Gebiss, wo wir uns gemietet haben, und dann kann es weitergehen. Und es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. So, jetzt geht's zum Händler. Zum Händler des Vertrauens. Kennt ihr jeder, der Händler? Der Händler des Vertrauens. Ein großes Gebiet, ja? So. Jetzt wieder gleich wieder dunkel. Arbeiten im Dunkeln. Aber ich glaube, so viel Zeug dürfte gar nicht drauf sein.
Aber in Dunkel ist was. Ich habe noch voller Licht. So. Wie es weitergeht, seht ihr in der Livestream, wo demnächst wieder kommt. Wenn ihr auch keinen Daumen da gelassen habt oder mich abonniert habt, lasst das alles da. Aktiviert die Glocke, wenn ihr das mal gemacht habt. Und man sieht die Tage. Ciao, euer Chris auf D86. Tschüss.